Weiter geht es mit einer neuen spritzigen Folge SpongeBob Schwammkopf Cosmic Shake. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz spritzig mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte durchgeknallte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter. Bewerten, kommentieren, voll wichtig, ey. Lieferung kommt. Alter Sponge, er räumt auf, ne? So. Gut, wir müssen hierhin. Karen? SpongeBob, ich brauche deine Hilfe. Sheldon ist zu stolz, um dich zu fragen. Aber dein Missgeschick hat den Abfalleimer umgestoßen und du musst ihn wieder aufstellen. Wir haben bereits ein akribisch durchdachtes Gerüst aufgestellt, aber Sheldon hat seine, zarte Natur nicht mit eingerechnet. Entschuldigung vielmals. Es gibt wichtigere Dinge als umgekippte Mülltonnen. Es ist keine Mülltonne, sondern ein Eimer. Und er ist Bikini Bottoms einziges Restaurant. Ich kann mir vorstellen, dass alle aus einem Abfalleimer essen wollen, aber das Schicksal des gesamten Universums steht gerade auf dem Spiel. Ach was, das Universum kann warten, bis wir einem Freund in Not geholfen haben. Ja, stimmt. Das einzige Restaurant. Also so ein richtiges Restaurant. Ich meine, immerhin, Mr. Krabs hat eher so eine Imbissbude. Fastfood-Kette. Aber das hier ist ja gehobene Abfallklasse, was Plankton hier anbietet. Wieso funktioniert das nicht? Meine Berechnungen sind fehlerfrei. Können wir helfen? Ich brauche eure Hilfe nicht. Aber wenn ihr diese ganze Unordnung wieder gut machen wollt, dürft ihr mich gerne unterstützen. Hier, nutzt diesen Hochgeschwindigkeitsbewegungsverstärker, den ich eigentlich dafür erfunden habe. Oh, ist das ein Blasensurfbrett? Ja, aber nur mit einem komplizierten Namen kassiert man die Lorbeeren. Okay. Wo? Ja, aber wo? Wo ist es denn? Die Kosselkrabbe Pizza. Ich mag Bikini Bottom. Ist die Pizza super knusperig. Ich brauche das Surfpad, um irgendeinen Knopf zu betätigen. Aber wo ist das Brett? Warte. Ah, hier drüben. Habe ich eben gar nicht gesehen, dass da hinten die Blume ist. Na gut, let's go. Ah! Ein kleiner Klaps reicht schon. Okay, dagegen darf ich nicht fliegen. Eine Berührung und das Ding platzt, was ja auch irgendwie Sinn ergibt, ne? Ergibt ja auch irgendwie Sinn. Let's go! Und schwupps. Ich war noch nie hier drin, aber da die krosse Krabbe verschwunden ist, habe ich wohl keine andere Wahl. Gibt es hier irgendwas Essbares? Technisch gesehen ja. Wir Bürger von Bikini Bottom müssen in diesen schweren Zeiten zusammenhalten. Also lass alle wissen, dass der Abfalleimer seine Rolle als die einzige Nahrungsquelle der Stadt demütig annimmt. Ihr Narren! Plankton, ich wusste immer, dass du tief im Innern ein nützliches Mitglied der Gesellschaft bist. Und keine Sorge, Patrick und ich werden nicht ruhen, bis wieder alles so ist wie vorher, damit nie wieder jemand im Abfalleimer essen muss. Moment, war der letzte Teil wirklich notwendig? Oh, ey, ich mochte Plankton immer. Der ist cool. Nicht zu fassen. So viel reines, pures Gelee. So viel rohe Energie. Für das nächste Kostüm. Es sollte dir vertraut vorkommen, aber lass dich vom Äußeren nicht beirren. Wenn du durch das nächste Portal gehst. Oh, meine Karate-Montur. Das modischste Outfit, das ich habe. Mit diesen Seepferdchen gelangen wir viel schneller von A nach B.
Und holpriger wird diese Gelee-Dinger sehen wie etwas aus, das Thaddäus machen würde, oder? Ja, genau. Ich glaube, er nannte es, wie lautete das Wort? Gebt die Hoffnung nicht auf! SpongeBob und Patrick sind auf dem Weg! Na dann, rein! Abflug, Mr. Karate-Bob! Woohoo! Ah, jetzt verstehe ich, warum in Großraumlimos so viel Platz ist. Damit man sich ordentlich dehnen kann. Meinst du, Sandy kam hier vorbei? Sie schien mir nie wie ein Eichhörnchen, das den roten Teppich liebt. Aber was weiß ich schon? Gut, dass ich heute eine Extraschicht Spongegloss aufgetragen habe. Okay, wie komme ich da oben denn hin? Lieferung kommt! Ich muss zugeben, ich hätte absolut jemand Größeren für die Rolle erwartet. Aber auf mich wirkt jeder klein. Tut mir leid, rede ich zu viel? Es ist mein erster Tag. Ich bin so nervös. Die Aufnahmen beginnen in einer Minute und 58 Sekunden. Nein, 57. Beeilen Sie sich einfach. Statistisch gesehen halten Regieassistenten nur 0,87 Tage durch, bevor sie entlassen werden. Ich muss besser sein. Zack, zack, hier lang. Geduld ist nicht seine Stärke oder Verständnis oder Freundlichkeit. Alter, was ist das für ein creepy Bild von Thaddäus? Unglaublich, dass das der Star sein soll. Machen wir ein paar Fotos von diesem Reinfall. Wie jetzt, wow, was jetzt, wo jetzt? Sie fotografieren uns. Sind Hallo? Sie im Film? Schreib deinen Namen drauf, damit ich's verkaufen kann. Dagegen kann ich nichts sagen. Bitteschön. Noch irgendjemand? Ich bin's, der große Star. Star Bob. Dieser Bereich ist gesperrt. Die Stars brauchen Zeit für sich, sonst werden sie grantig. Wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen, Patrick. Ein kleiner Klaps reicht schon. Ach, die Dinger wieder hier, die gibt's auch noch. Okay, die haben vieles vom alten Spiel übernommen. Oh, warte, warte, warte. Larry! Sing mir meinen Bizeps, na los! Wow! Larry muss dich bitten, noch etwas zuzulegen, bevor er das signiert. Larry, krieg ich dein Autogramm? Sorry. Larry selbst unterschreibt nichts. Larry! Larry, Larry, Larry! Ich will dein Autogramm! Und Larry will, dass du dich beruhigst. Und ich will Larry verprügeln. Dieser Bereich ist zugangsbeschränkt. Keine Fotobomben mehr erlaubt. Ja, aber ich bin VIP. Ich komme überall hin, wo ich will. Und schwupps. Und doppelschwupps. Ein Haken. Wo ist der Haken? Herr Schwamm? Hier lang bitte, Bewegung, alle warten nur. Was machst du denn noch hier? Bitte begib dich zum Ausgang, sonst werde ich gefeuert. Der Regisseur wartet auf dich. Nanu, wie bist du so schnell hierher gekommen? Sie muss sich vorgedrängelt haben, Patrick. So ein Glück. Okay, sehen wir jetzt gleich Thaddäus? Der alte, grantige Thaddäus? Oh, Junge, das ist ja ein großer, schwerer Geleebrocken. Solange er im Käfig bleibt, passiert dir nichts. Solange er im Käfig bleibt, passiert dir nichts. Das reicht schon. Als ob der lange im Käfig bleibt. Der wird uns vernichten, Patrick. Er wird uns vernichten. Ein kleiner Klaps reicht schon. Ja, und ich klapse ja wie verrückt, oder? Wer bist du? Au! Ach, irgend so ein Crew-Dude. Den ich einfach mal so verprügel, weil ich voll der Tyrann bin. Eigentlich bin ich hier der Böse, oder? Leide. Süß und klebrig. Moment.
Können wir hier durch? Nee, ne? Ah, die kann man knacken und die hier verprügeln. Autsch! Autsch! Und flups. So, was gibt's hier? Nichts. Süß und klebrig. Für was brauchen wir denn so viel Glibber? Oh oh, Mr. Jizz. Ey, so nicht, Kollege. So, aber jetzt nicht. Süß und klebrig. Süß und klebrig. Wir müssen irgendwie diese Tür öffnen. Oh, da ist ein Knopf. Im Käfig, neben dem Typen. Au. Oh, meinst du den großen, fies aussehenden Typen, der nicht aufhört, uns anzustarren? Toll. Moin. Autsch. Oh, wow. Okay, wie mache ich dem Schaden? Ah, der muss wahrscheinlich da draufhauen, ha? Huh? Oder auch nicht. Ah, außer Atem muss er sein. Hey, du. Na los. Putz. Easy. Und putz. Aber wer ist hier der Star? Alle? Sandy ist ein Star. Plankton ist ein Star. Thaddeus natürlich auch. Aber er ist auch das Genie, ne? Der all diese Menschen, Lebewesen formt. Sieh dir diese Kameras an! Und diese Kameras! Oh, oh, und der Typ, der hat sogar ein Headset auf! Wir müssen in die ferne Zukunft gereist sein! Ich glaube, das ist nur ein Filmset, Patrick. Oh, wo ist dann das Catering? Ich hab Hunger. Bitte schön, leide für mich. Lieferung kommt, die große Krabbe Pizza. Ist die Pizza einfach nur knusperig? Moment, hier, schwupps. Einige Jumps sind echt nicht easy. Unverschämt spät, wie ich sehe. Jetzt auf die Plätze! Der Regisseur ist Thaddeus? Er hat eine Vision, SpongeBob. Na, ja, eine Vision der Eitelkeit. Was für einen Wicht von einem Schauspieler haben mir diese in der Agentur da aufgedrückt. Ich habe ihnen Kunst versprochen und so zeigen sie sich erkenntlich. Ich habe einen Helden verlangt, kein kleines gelbes Marshmallow. Hast du zu lange in einem Whirlpool gesessen und bist geschrumpft? Hallöchen, Herr Regisseur. Ich bin SpongeBob. Die Aufnahmen beginnen in 9, 7, sehr bald. Versteh dieses unkultivierte Casting-Gesindel denn nicht, dass ich ihnen gestatte, an etwas teilzuhaben, das zweifelsohne die größte Filmsensation in der Geschichte des Meeres wird? Aber lass dich nicht entmutigen. Immerhin habe ich das nötige Talent, um dich in ein Werkzeug zerstörerischer Schönheit zu verwandeln. Oh, prima! In dieser Szene kämpfst du dich durch die von Banden geplagten Straßen der Stadt. Und bleib immer im Bild. Und Action! Alright, Thaddeus. Immer im Bild bleiben, okay? Putz. Oh, noch ey, coole Perspektive. Gelee. Warte. Nein, krieg ich nicht. Okay, wir müssen also in Bewegung bleiben, denn wahrscheinlich kann ich quasi von der Kamera gefressen werden. Oh! Kannst du einfach diese Gelee-Teile besiegen? Ja, easy. Alles, was du willst, Chef. Guck mal hier, ich bin so OP. Sponge King. Oh yes, eine Hose. Ist genau richtig für meine Bettchen. Hat nämlich schon wieder gejuckt.
So einen Fisch habe ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass das ein Fisch ist, Sponge. Oh, 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 wow, jetzt wird's irgendwie super schnell plötzlich. Alright, wieder. Ein kleiner Klaps reicht schon. Oh, nein, nein, nein. Uff. Okay, das gibt super Vollgas. SpongeBob ist tot. Was? Ich lande wieder hier? Fies. Sehr, sehr fies. Ey, das ist der Tisch. Sieht so aus wie der Tisch aus der Picknick-Folge da, wo sie im Dschungel gestrandet sind und dann die magische Miesmuschel. Dieser Film wird ein echter Film. Ein Clubmitglied. Was für einen Wicht von einem Schaub. In dieser Szene kämpfst du dich durch die von Banden geplagten Straßen der Stadt. Und bleib immer im Bild. Okay. Und Action. Schwupps. Sorry, ist nicht persönlich. Einfach durch, alles ignorieren, ne? Ein kleiner Klaps reicht schon. Und an einigen Stellen werden die aus irgendeinem Grund super schnell. So, jetzt muss ich sie hier besiegen. Kannst du einfach diese Geleeteile besiegen? Schwupps. Bam, bam. Und weiter geht's. Okay, Hose brauche ich nicht. Schnell hier durch. Ein kleiner Klaps reicht schon. Ich hätte auch hier durchgekonnt, ha? Egal, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Kann ich hier durch? Oh, weg, 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 weg. Ein kleiner Klaps reicht schon. Sehr gut. Oh, so einer noch. Ey, der trifft mich immer, ne? Wie kann ich hier mitkommen? Springen ist es ja nicht. Schwupps. Oder trifft ihr dich wirklich garantiert immer? Schneller. Alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Noch gestresster als unser Thaddäus. Süß und klebrig. Oh, eine Münze. Wie jetzt null? Moment, ich habe eine Münze eingesammelt und habe jetzt null. Kümmere dich um den feindlichen Überfall. Wir haben keine Zeit für Mätzchen. Ist das ein Bug? Oh oh, oh 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 oh, Big Johnny. Au! Au! Ich fühle mich schon viel besser. Putz. Oh, ein Hit noch. Oh, come on. Normalerweise wäre doch jetzt hier ausgepowert, oder nicht? Jetzt. Ha. Explodier, du Sack, du. Cassandra? Psst, psst. Wow, was für eine schöne Blase. Ich will sie platzen lassen. Das geht nicht. Das ist unzerstörbare Magie, dank des Gelees, das ihr für meinen, unseren Zweck sammelt. Cassandra, bist du sicher, dass wir hier Sandy finden können? Das Portal hat euch genau dorthin gebracht, wo ihr sein solltet. Widersetzt euch dem Gelee-Versum nicht. Sammelt es stattdessen ein und bringt es zu mir. Außerdem hat das Gelee mir geflüstert, dass du bereits in der Branche gearbeitet hast. Sehnt sich dein Schwammkopf nicht danach, noch einmal im Rampenlicht zu stehen? Du hast recht. Wenn wir so Sandy und die Welt retten können, werde ich schauspielern, was mein kleines schwammiges Herz hergibt. Danke, Cassandra. Cassandra.
Wir haben so ein Glück, dass Cassandra uns hilft. Was für eine selbstlose Frau. Naja, ja. Eine Heldin. Oh, noch mehr Gelee. Okay, ich habe die Münze eingesammelt. Irgendwas stand von einem Kostüm. Wie komme ich da oben hin? Das ist der Steinschleuder. Aber es gibt keinen Weg, wie ich sehe. Na gut, gehen wir mal weiter. Vielleicht irgendwie später Lieferung oder da hinten. Kommt. Let's go. Ha. Oh, SpongeBobs Klamotten und Patricks Hose und Sandys Bikini. Karate. Okay. Immer noch kein Weg, wie ich da zur Schleuder komme. Wo ist er denn? Hier irgendjemand? Heid steht wieder mit Dressing. Plopp. Moment. Perfekte Form. Ah, warte. Oh, geht nicht. Zum Angriff. Uns fehlt eine Fähigkeit. Wenn ich einen Wicht rumlaufen sehen wollen würde, würde ich Wichtläufer 2 filmen, wie mein Agent es wollte. Das hier ist ein Karate-Film. Aber ich muss wohl mit dem arbeiten, was ich habe. Fangen wir mit was Leichtem an. Einem Karate-Tritt. Karate-Tritt! Moment, wie geht ein Karate-Tritt? Oh, ein goldener Pfannenwender. So, ha. Habe ich die Trittfähigkeit? Wenn ich einen Wicht das hier habe, einem. Okay, er sagt einem Karate-Tritt. Entschuldigung. Ein Karate-Tritt. Hier mache ich den Stampfer. Hier mache ich auch den Stampfer. Hier mache ich den hier. Ha. Gibt es die Fähigkeit irgendwo? Kann man irgendwo erlernen? Ein Karate-Tritt. Na, so viele Tasten gibt es nicht. Ich habe sie alle durch. Ah, okay. Um zu beweisen, dass du wirklich einen großen Karate-Helden verkörpern kannst, habe ich eine kleine Herausforderung für dich vorbereitet. Über den Dächern der Stadt. Jetzt tritt diese Tür ein und zieh los. Ich sage okay. Dir... Hua, treten die Sache mal los. Oh, so, muss ich jetzt die Balance hier vernichten? Gelee. Okay, die helfen mir, nach oben zu kommen. Ah, die sind auch immer wieder da. Ah, clever, clever, clever. Ich verstehe. Huh. Moin. Ein kleiner Klaps reicht schon. Huh. Ah, cool. Sogar an die Gegner kann ich ran. Alright. Das ist natürlich ultra nice. Schwuppa-ja. Geil, Mann. Heilige Makrele. Meine Glieder fühlen sich noch schwammiger an als sonst.
Ich hoffe, Cassandra hat recht. Und all dieses Rumgehüpfe führt uns zu Sandy. Nimm das! Achtung, hier oben ist wieder so ein Dressing-Bube. Der mich unbedingt tot sehen will. So. Ja! Ein kleiner Klaps reicht schon. Okay, das ist cool. Was sind das denn für Dinger? Irgendwelche Killer, Spiky, Igel, Münder. Ekelhaft. Aber es ist ein Spiel für Kinder, yo. Die Kleinen sehen schnell aus und hungrig. Das haben wir gemeinsam. Nicht das Schnellsein. Ich glaube, das brauchen wir, um vorbeizukommen. Oh nein, nicht die schon wieder. Vertreib sie mit einem Karate-Tritt von meinem Set, ja? Bam. Nein, danke. Au. Oh, noch mehr Gelee. Okay, gewonnen. Ich brauche ein bisschen Unterwäsche. Ach, wenn die hier so rumschnappeln, dann kann ich sie wegbatschen. Ein easy. Kleiner Klapp. Au, 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 au. Nicht so easy. Oh, Patrick. Alter, du bist ja ein cooler Dude. Ah, endlich juckt es nicht mehr. Wow, du bist doch nicht so ein großer Verlierer, wie ich dachte. Und jetzt geh. Meine Assistentin wartet auf dich. Anscheinend machen ein paar neugierige Paparazzi Ärger. Gut, ich habe mir noch ein bisschen Punkte geholt, aber let's go. Paparazzos? Ein paar fiese, neugierige Paparazzos? Hier drüben, Herr Schwamm. Ja, bin hier, was geht? Hey, du gelber Schwamm! Am Set verstecken sich viele Paparazzi, die den Regisseur in Verruf bringen wollen, indem sie die schmierige Seite seiner Arbeit einfangen. Die es natürlich nicht gibt. Es wäre wirklich Choral, wenn du sie mit ein paar deiner raffinierten Moves ablenken könntest. Ich werde mich besonders fotogen geben. Ah, einfach nur gut. Einfach süß nur gut. Klebrig. What the fu, Alter. Okay, jetzt hier schnell Fotos machen. Und der ist glücklich. Ich bin ein Superstar. SpongeBob hat's einfach drauf. Ne? Der ist ein Star. Er hat einfach Star-Qualität. So, sollen wir hier hin? Oh, noch mehr Gelee. Okay, wo ist denn noch einer von denen? 5 Stück. 5 Paparazzos. Oh, ja! Alter, der ballert aber auch hier durch. Zack, 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 zack. Oh, also dann! Und High Speed! Gern geschehen. So, wo ist hier noch einer? Irgendwo hier hinten. Hier ist eine Tür, aber wie komme ich da rein? Wahrscheinlich von da oben. Oh, hier ist auch noch einer. Schwupps. Und High Speed. Ah, wir machen das hier in Rekordgeschwindigkeit. Kein Zutritt, wenn die Paparazzi hier sind.
Okay, ist hier noch einer? Lieferung kommt! So, machen wir hier hin. Können wir hier rein. Und bitteschön. Was ein Dude. Das ist die beste Pose, ne? War das nicht aus der Folge, wo sie Säugetiere gegen Meeresbewohner machen mit Sandy? Und dann ganz stolz verkünden, dass sie das können. Süß und klebrig. So, einer noch. Wo ist der letzte Paparazzi? Ah, da oben. Okay, warte, ich gehe nochmal hier drauf. Von hier sollte es gehen. Oh ja! Und moin. Da glüht der Apparillo, ne? So, oh, eine goldene Unterhose. Die Wache wird dich jetzt durchlassen. Warte mal, hier ist eine goldene Unterhose. Oder habe ich das falsch gesehen? Na, wie komme ich da hin? Komm mal hier rüber. Ohne Moment, ich will die goldene Unterhose noch holen. Mehr Leben wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal sehr stark von aus. Wo habe ich den eben gerade gesehen? Da, da hinten. Da hinten ist das gute Stück. Ich fliege! Bams. Süß und klebrig. Fühle mich yes. Schon viel besser. Geil, Mann. Sehr, sehr geilo. Alright. Ich würde sagen, wir können gehen. Jemand hat sich wohl um die Paparazzi gekümmert. Du darfst eintreten. Moin. Ich hab's. Ein Karatekönig braucht katzengleiche Reflexe. Ich spüre schon, wie die Inspiration sich anbahnt. Ich hab das Catering gefunden. Die, Freiwilligen in der Kiste helfen dir beim Trainieren deiner Reflexe. Wenn jemand vorgibt, zu entkommen, schlag zu. Tut das nicht weh? Das ist rechtlich unmöglich. Im Vertrag steht eindeutig, dass sie nicht verletzt werden können. Das ergibt wohl Sinn. Aber halt, Patrick hat nichts unterschrieben. Was? Na schön. Dann schlag ihn nicht, wenn er auftaucht. Das trainiert deine, Konzentration. Und jetzt los, wir verbrennen teures Rampenlicht. Und Action. Ich muss die Crew treten? Oh, ich hoffe, ich tue ihnen nicht weh. Ja, Moment, ach so. Was? Sie lieben es. Na gut. Filmdrehs sind echt seltsam. Bam. Karatuken. Mein Patrick soll ich ja nicht treten. Ja. Bravo! Du bist nicht völlig nutzlos, solange du in Bewegung bleibst. Und jetzt zurück auf die Straße mit dir. Die nächste Szene startet gleich. Los! Okay, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ihr wisst ja, Leute, bewerten, kommentieren. Am Ende der Straße. Beim nächsten Mal wieder mit am Start sein. Ja, 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 ja. Tageslicht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und